Wir züchten für den Landwirt. Wir züchten nachhaltige Produkte, nachhaltige Sorten für den Landwirt. Ja, also wir bei Maseeds, wir entwickeln ja neue Sorten. Wir entwickeln aber Sorten, die nicht heute im Markt kommen, sondern erst in 10 Jahren zum Beispiel. Bedeutet das praktisch, dass wir heute schon Pflanzensorten entwickeln müssen, die krankheitsresistenter sind, die angepasst sind an den Klimawandel. Und alle diese Informationen oder diese Punkte müssen wir praktisch heute schon beachten. Wir haben heute neue Technik, wir wissen sehr viel über Bodenkunde, wir wissen heute, wie wir mit neuester Technik anbauen können, aber wir machen uns vielleicht noch nicht genügend Gedanken, wie wir im Ressourcenschonend mit Wasser und auch mit dem Boden, mit dem aktiven Boden umgehen. Die agrarökologische Wende ist bei uns natürlich ein großes Thema, weil wir versuchen, die Sicherung der Nahrungsmittelproduktion zu garantieren und natürlich auch die Ressourcen wie unseren fruchtbaren Boden zu erhalten. In unseren Sorten, egal ob Silo oder Körnermais, haben wir mit verschiedenen Züchtungstechnologien erreicht, dass wir Wasser, was jetzt schon und auch in Zukunft immer ein selteneres Gut wird, effizienter nutzen können. Mit unseren Waterlog Green Plus Sorten können wir dieses Wasser effizienter nutzen. Eine nachhaltige Landwirtschaft bedeutet für mich, dass wir auf ziemlich vielen Flächen, wo es passt, Gras untersaat machen im Mais, dass dort jetzt nach Maishäckseln das Gras weiter wachsen kann und die überschüssige an Nährstoffen, was noch im Boden ist, möglichst gut vom Winter noch im Boden halten kann, vor Erosion schützt. Und wir versuchen halt auch mit möglichst geringer Bodenbearbeitung halt dazu beizutragen, einmal um Diesel einzusparen und halt um die Bodenfruchtbarkeit auch am Leben zu halten. Digitalisierung ist eigentlich der Schlüssel unserer neuen landwirtschaftlichen Produktion. Wir wissen über die Wettervorauszeichnung der letzten 10 Jahre zusammengefasst in einer App, wann der optimale Saatzeitpunkt ist. Wir können heute auch sagen, hier der Wind der nächsten Tage lässt zu, dass du Pflanzenschutz machen kannst. So, es wird also im optimalen Zeitpunkt Pflanzenschutz ausgebracht. Für mich bedeutet eine nachhaltige Landwirtschaft, dass ich meine Prozesse mit meinen Maschinen optimiere, neue Techniken einsetze, versuche meinen Boden so nachhaltig wie möglich zu bewirtschaften. Das heißt, ich baue Zwischenfrüchte an, lasse ihn einfach nicht mehr brach liegen, um so einfach sicherzustellen, dass ich meinem Boden was Gutes tue und dem nicht schade. Maseeds züchtet seit über 70 Jahren Maissaatgut. Das hat zu einem ungeheuren Know-how und Wissen geführt. Und dieses Wissen setzen wir jetzt ein, um uns den Herausforderungen des Agrarwandels zu stellen. Neben Mais züchten wir auch Sonnenblumen und vermarkten ebenfalls Raps, Zwischenfrüchte und Luzerne. Gerade der Zwischenfruchtanbau ist für uns ein wichtiges Zeichen, um die Biodiversität zu fördern und auch das Image der Landwirtschaft aufzupolieren. Bei Maseeds gefällt mir sehr gut, dass sie halt nicht nur das Saatgut verkaufen, sondern von Saatgutverkauf bis übers Drillen bis zur Ernte immer als kompetenter Ansprechpartner zu einem zur Seite stehen und bei Problemen helfen. Wir sind nicht auf den Verkauf reduziert. Wenn der Landwirt es möchte, kommen das ganze Jahr und können ihm Entscheidungshilfe mit an die Hand geben. Nachhaltigkeit heißt für mich aber auch immer, den Kontakt zu den Landwirten zu haben, um hier nachhaltige Beziehungen aufzubauen und nachhaltig auch in den Kundenbeziehungen zu sein. Und das zusammen, fasst alles zusammen unter dem Motto Act Together for Changing Agriculture.